Ja, ich würde mal sagen, herzlich willkommen zu einem weiteren Video heute. Nitono hat endlich nach Millionen Jahren mal wieder ein neues Video hochgeladen. Und zwar, wieso sitzt diese Taube? Ich habe schon vorhin reingucken und dachte mir, hey, guck ich's. Ich kann es mir ja auch mit euch zusammen anschauen. Und das machen wir jetzt mal. Wieso sitzt diese Taube? Warum sitzt sie da? Tauben sitzen nicht, sie laufen oder fliegen. Aber... Wieso? Nein, Tauben sitzen doch. Okay. Nein, aber ich habe erst mal eine Weile gebraucht, so, hä? Was ist da los? Ich dachte, ach so, weil eine Taube, ist es nicht normal, wenn eine Taube sitzt und... Oh Gott, nee, das kann doch... Bitte, wenn ihr euch Nitonos Videos anschaut, dann bitte kann ich euch nur eins sagen, tragt keine Kopfhörer. Doch nicht sitzen und vor allem nicht so, was machst du da mit deinen Beinen? Ach du Scheiße. Geil. Bist du aber zu fett? Kannst du nicht mehr fliegen? Junge, beweg deinen fetten Arm! Geh arbeiten, du faule Stück Scheiße! Den fetten Arm bewegen? Ja, das kann ich auch einfach. Wegen dir zahle ich Steuern! Hallo? Was hab ich dir gesagt? Du machst mich so sauer! Ich kann heute Nacht bestimmt super schlafen, wenn ich an sowas denke, ja? Kann mich bestimmt super schlafen, wahrscheinlich. Du bist so sauer! Hör auf damit, du machst mich so sauer! Mama! Hier ist eine sitzende Taube! Wieso sitzt diese Taube da? Keine Ahnung, lass sie doch sitzen. Raus! Man hat ja immer wieder von seiner Mutter da den Arm so ein bisschen gesehen und ja. Aber ja, man hat auch hin wieder mal ihre Stimme gehört und ja, wie er sich mit ihr unterhält, man hört ja auch oft den Hintergrund und ja, ich nehme mal an, dass es seine Mutter ist, ja, ja, denke ich mal. Also nicht falsch verstehen, aber kann ja sein, dass es halt nur, nein, sorry, ich wollte gar, tut mir leid, dass ich gesagt habe, es ist seine Mutter, ja, tut mir leid, nicht falsch verstehen, ich dachte halt einfach nur, vielleicht ist ja jemand, der so tut, als wäre es für das Video. Zumindest. Nicht falsch verstehen. Du sitzt diese Taube, hör auf zu sitzen! Hör auf zu sitzen! Ich hab gesagt, hör auf zu sitzen! Mach halt! Hör auf zu sitzen! Ja! 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 Mu! 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 Geil. Jetzt schreit er durch, oder? Habe ich doch gesagt, er schreit. Ich hab deine sitzende Taube. Scheiße, er hat einen sitzende Taube. Guck, da hängt ein Schild. Keine sitzenden Tauben. Beachte die Regeln. Beachte die Regeln, habe ich gesagt. Polizei! Hier ist ein Einbrecher. Scheiße, was? Wo? Da! Wieso sitzt diese Taube? Ich hab keine Ahnung. Was für ein Geräusch das ist? Unqualifizierte Beamte, hey, ohne Scheiß. Oh. Das ist eine Schildkröte, die Geschlechtsverkehr mit deinen Schuh hat. Was schaue ich mir überhaupt für eine Scheiß an? Ey? Ja, alles gut, ich mache nur Schildkrötenstimmgeräusche. Versuch du auch mal, mach's. Seit wann macht eine Schildkröte? Was, Mama? Seit wann macht. Eine Frage kurz. Seit wann macht eine Schildkröte bitte. Seit wann macht so eine Schildkröte? Und jetzt reg dich über die Taube auf! Wieso sollte ich? War das Bernd? Reg dich über die Taube auf! Was denn für eine Taube? Boah, die sieht ja total bescheuert aus. Ja, genau so. Kann doch nicht sein. Ja. Wieso sitzt die da so? Ich hab keine Ahnung. Lauter. Das kann doch nicht sein. Wieso sitzt die da so? Ich weiß doch. Mensch. Hier. Kartoffel. Wieso ist da eine Kartoffel? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ah. Alle Einwohner. Es ist so bescheuert und...
es ist so bescheuert, dass es schon wieder einfach nur grenzenlos geil ist. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Ich, ja, nicht. Vor allem, wie ist dieses Foto entstanden? Hat er es gefotoshoppt oder wie? Oder im Internet? Ja gut, da im Internet hat es wahrscheinlich gefunden. Und vor allem, dass er... Ja, aber ich kann es verstehen. Bei einer sitzenden Taube würde ich auch riesengroße Panik kriegen. Mehr davon? Was macht ihr da? Das ist keine Das ist eine Kartoffel! Die Bremer Taubenmusikanten, die machen ja auch so Pyramide. Ja. Eine Kartoffel! Hallo! Hallo! Topsee, fuck! Fuck sie! Wow! Kartoffel! Fuck Nummer! Kartoffeln! Ja. Nein, ich bin gar keine Kartoffel, sondern... Manuel Neuer. Und wer ist dann dieser Manuel Neuer? Eine Kartoffel! Pepe, irgendetwas stimmt mit Hasi nicht. Dein Hasi ist tot, da kann man nichts mehr machen! Pepe, irgendetwas stimmt... Was hat jetzt ein Hase mit einer sitzenden Taube und... Und eine Kartoffel, die angeblich gar keine Kartoffel ist, zu tun. Mit Hasi. Ah, du hast Hasi getötet! Wieso hast du Hasi getötet? Warte mal. Wo waren wir nochmal stehen geblieben? Babyzug! Schön, dass es jetzt wieder um die sitzende Taube geht. Ich freue mich. Babyzug! Junge, wieso bist du so klein? Hör auf, ein Babyzug zu sein! Du bist so ein kleiner Zug! Baby! Oh, mich nicht! Ich mag singen! Ich mag tanzen! Ich mag Züge! Zu früh! Hätte mir aber klar sein können, dass es das ist, dass er es überarbeitet und sich nicht an das Original hält. Are you innocent? Ich schwitze komplett und ich glaube, da ist nicht nur allein die Hitze schon. Ohne Scheiß, es ist 36 Grad hat es gerade. Unge. War ja klar, Unge kommt wieder, ja. Apropos Tanzverbot, da können wir direkt mal anfangen mit, und zwar... So, ich habe hier mal meine Zuschauer auf Instagram gefragt, gucken, was die mal so dazu sagen, weil sie am sitzen... Hä? Junge, ey, denkst du eigentlich, du bist komplett lustig? Ich sitze hier mit einem ernsthaftes Problem und du versuchst lustig zu sein. Ich habe extra noch dazu geschrieben, nur ernst gemeinte Antwort. Ich schwör auf alles, wenn der Nächste mir nicht... Elias. Wir wissen doch beide, dass, auch wenn du nur ernst gemeinte Antworten, das nochmal richtig betonst, dass es nur ernst gemeinte Antworten sind, dir wird da sowieso wieder irgendein Scheiß geschickt, so wie immer. Sorry. Irgendeine vernünftige Antwort gibt er. Der hat mir ein Bild von einem Bagger geschickt. Ich raste aus, du bist so blöd, du bist so eine blöde Taube. Bist du einfach zu fett, kannst du nicht mehr fliegen? Junge, beweg deinen fetten Arsch und geh arbeiten, du volles Stück Scheiße. Nein, so war das nicht gemeint, es tut mir leid, dass es so gemein war. Du kannst sitzen bleiben, so viel du willst. Bitte, sehr emotionales Ende auf jeden Fall, das muss man ihm lassen. Nein! Dramatisch, mir kommen echt die Tränen. Vor allem, wie kann eine Taube sich von einem Dach stürzen? Also, man braucht ja da auch Schwung, damit das funktioniert.
Und wo will die Taube den Schwung herbekommen? Bei Menschen ist das anders, aber... Na gut, es ist nie to know, da ergibt es nicht. Bitte nicht persönlich nehmen, Elias. Nein! So, das war's so mit diesem Video. Meine Stimme ist komplett tot. Ich hoffe, meine Nachbarn waren nicht zu Hause. Oh, was mache ich eigentlich für eine Schatz? Ich habe mich hier gerade 10 Minuten über meine Taube auf... Aber ernsthaft, was denken sich die Nachbarn dabei? Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob der in einem Mehrfamilienhaus lebt oder... Also, oh, wenn der in einem Mehrfamilienhaus leben würde... Ja, das, Ja, bitte, alles, was in diesem Video gesagt hat, war nicht böse gemeint, also, ja. Ich wollte mich eigentlich also das mit dem aktiver werden, also wird auch nicht so gut funktionieren. Aber auf jeden Fall, ich werde jetzt aktiver. Ja, und dann kommt 3 Monate kein Video. Nicht persönlich nehmen, bitte. Nein, Spaß. In den letzten 6 Monaten ist ziemlich viel passiert. Deswegen habe ich nichts hochgeladen. Ich denke aber nicht, dass es euch interessiert, was passiert ist. Deswegen labe ich euch einfach mal nicht voll. Ein Face-Review wird auf jeden Fall kommen. Keine Angst, keine Angst. Was denkt ihr? Wieso sitzt diese Taube? Darf sie von euch aus sitzen oder seid ihr auch der Meinung, dass sie nicht sitzen darf? Schreibt es in die Kommentare. Auf jeden Fall, das war's dann. Tschüss. Ach, egal. Das hat mir gerade noch gefehlt. Schaut mal meine Mama ein bisschen Fanmail, das würde sie bestimmt freuen. Und außerdem habe ich die natürlich nicht wirklich geschlagen. 1, 2, 3, jetzt! Auf jeden Fall, tschüss, Socken aktivieren, Kanal, aber keiner. Ja, dann gehe ich mal meine Socken inhalieren. Nein, nein, besser nicht, nein. Ahnung, ist zu lange her, tschüss. Was macht denn jetzt? Ja, was guckst du? Ich weiß, dass du mich mobben willst. Jetzt hau ab. Die sitzt einfach immer noch. Die sitzt doch jetzt schon seit 10 Minuten. Was? Ich glaube, die bringt mich gleich um. Das okay, Jungs, falls ich gleich sterbe, dann war's das. Mama, hier war noch nie eine Taube in unserem Garten und ich drehe heute ein Video, in dem ich mich aufrege über eine Taube und auf einmal kommt eine Taube und setzt sich vor mir hin. Das ist kein Zufall, das ist einfach nur, die haben mich gehört. Vielleicht kommt noch die Schildkröte. Wieso sitzt die... Ja. Das war's dann mit diesem Video von, also wieso sitzt die Taube? Mega geil geworden, Elias. Mal Applaus dafür, das ist richtig cool gemacht. Ich habe mich wieder totgelacht. Ja. Ich hoffe wieder auch, dass regelmäßig Videos von ihm kommen werden. Er hat jetzt 6 Monate keine Videos gemacht. Er hat auch in seinem letzten Video gesagt, er will aktiver werden, macht dann 6 Monate keine Videos. Aber überhaupt nicht schlimm. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.